Aber das ist Grüezi wohl. Ja, ich habe sie gesucht. Betreffend dem Schreiben vom 12. Juli 2016. Mhm. Haben sie mir doch da geschrieben, dass wir uns da kurz getroffen haben. Primär habe ich sie gar nicht bei mir daheim eingeladen. Mhm, nicht wirklich. Gell, sie? Mhm. Gut. Kann man nicht gerade so nennen. Dann haben sie sich gerade irgendwie angesprochen gefühlt von meiner körperlichen Verfassung. Mhm. Ich habe nicht einfach darauf hingewiesen, dass ich denke, dass sie relativ untergewichtig sind, aber... Komme ich dann von ihnen Essensmarken über oder McDonalds-Gutschein? Einfach ein bisschen anfüllen oder geht es um etwas? Ich empfehle Ihnen diesbezüglich von Ihrem Hausarzt beraten zu lassen. Ja, ich also Sie empfehlen mir das. Ich habe eine Empfehlung, weil ich denke, ich finde, sie sehen nicht gut aus. Jawohl. Aber das ist Ihre Entscheidung. Gut. Das ist kein Zwang und gar nichts. Das ist eine Empfehlung. Aha. Und was haben Sie jetzt gesagt? Anhülzle vorher? Ja. Anhülzle. Nein, eben, ich finde es noch interessant, weil der Typ, der mir das Kreuz genagelt hat, der ist auch nicht gerade der dickste, oder? Es geht ja nicht darum, ob jemand dick ist oder nicht dick, wie ich es Ihnen geschrieben habe. Ich denke, Sie sind relativ untergewichtig. Wenn Sie das Gefühl nicht haben, ist das Ihre Entscheidung. Ich habe Ihnen einfach nochmal angeboten, wie Sie schon wissen, dass wir Ihnen können so intern Unterstützung geben können. Wir können Beistand Ihnen zur Seite stellen, wo Sie Ihnen helfen würde, die Sozialhilfe anzumelden, dass Sie ein regelmässiges Einkommen haben. Das ist eigentlich immer noch das Gleiche und das ist immer noch alles. Wieso machen Sie mit bei dieser Nötigung, bei dieser illegalen Aktion vom letzten Montag? Die illegale Pfändung, Zwangspfändung. Keiner von euch ist willkommen bei mir. Niemand. Und das wisst ihr. Ja. Und ihr wisst ganz genau, wieso nicht, weil ich ganz viele Gesetze habe, wo ihr dagegen verstoßet. Kriminelle Organisation, wenn das ihr Vorgehen ist, nichts anderes. Wegen ein bisschen Geld. Wegen ein bisschen Geld muss ich mich nötigen lassen am Montagmorgen am 7. von 3 Polizisten. Plus von den Betreibungsbeamten von... Hören Sie mir jetzt zu! Jetzt habe ich Ihnen Zeit gegeben zum Zuhören. Jetzt hören Sie mir zu! Ich werde genötigt am Morgen am 7. von 3 Polizisten, einem Pfändungsbeamten, der Kesp. Und nachher komme ich noch so ein Schreiben über von Ihnen. Jetzt müsst ihr langsam bremsen, hä? Dem Schreiben nicht recht. Das Schreiben habe ich an meinem Bekanntenkreis dargelegt und mal gesagt, du, kommt, könnt ihr mal schauen, wie ich da aussehe und so weiter. Oder könnt ihr mal rasch sagen, wer von dieser Partei hier ein bisschen befangen ist im System. Und sie sind befangen, von A bis Z. Ich? Die Beratungen haben mit ihren Kollegen. Wie bitte? Wie bitte? Ich weiß nicht, ob Sie eine gute Beratung haben mit Ihren Kollegen, aber das müssen Sie selber entscheiden. Das interessiert mich eigentlich nicht. Ich Leute, ich telefoniere einfach nicht mehr mit Ihnen, wenn Sie so nichts. Haben Sie das Gefühl, die Organisation für die, wo Sie tätig sind, die käme am Bürger zu gut? Nein! Sie arbeiten für das System! Sie gehen Kinder aus einer Familie schränzen, Sie gehen Menschen belästigen am Montag, am Morgen und gehen unterstellen, Sie sagen es dünn! Gehen Sie doch mal zu den anderen, die offensichtlich zu fett sind. Mhm. Machen Sie mal so viele Liegestütze, wie ich mache. Kommen Sie mit mir mal joggen, dann schauen wir mal, wer da noch mag. Von uns zwei. Ja. Das ist tipptopp, wenn Sie noch mögen, finde ich das tipptopp. Nein, das, was Sie machen, das, was Sie unterstützen, das System. Und Sie wissen ganz genau, wie mich der Kanton traktiert. Und das ist nichts anderes als eine illegale Pfändung von einer kriminellen Organisation und Sie sind Mittäterin. Okay. Ich habe Ihnen schon ein paar Mal die Möglichkeit. Ich habe Ihnen schon ein paar Mal die Möglichkeit gegeben. Sie können objektiv Stellung nehmen zu dem ganzen Fall. Jetzt habe ich aber objektiv Fakten in der Hand, wo Sie als KESB als nichts anderes als kriminelle Organisation gegen die Bevölkerung darlegt. Nichts anderes.
Ja, das ist Ihre Meinung, Herr. Das ist keine Meinung, Frau. Nein, das ist keine Frau. Nein, es gibt ja tausende. Gut, ein Fall, wo ich das belegen kann, dass KESB nichts anderes ist als ein Sklavenbetrieb. Ihr seid Sklaventreiber. Ja, ich zahle doch nicht mit meinen Sozialabgaben meine eigenen Wiedereingliederungsmassnahmen. Wo sind wir denn da? Sklaverei 2.0, oder was? Für ein bisschen Geld kommt ihr am Morgen früh mich so nötigen. Ein Mensch einbuchten für nichts, weder eine Gefahr noch irgendetwas ist von mir ausgegangen. Aber wieso gehen Sie mich einbuchten? Wieso? Wieso? Illegal! Illegal! Machen Sie mal etwas für die Kinder und für die Erwachsenen, nicht gegen die Kinder und gegen die Erwachsenen. Ihr seid nichts anderes als Kindes- und Erwachsenen. Schandbehörde! Schande über euch! Dann hängen Sie aber auch ab. Frau Schubiger, wenn Sie bitte abhängen, wenn Sie schon sagen, Sie täten abhängen. Wieso hängen Sie doch nicht ab? Das macht Sie ein bisschen unglaubwürdig. Sie sagen, Sie hängen ab, aber hängen doch nicht ab. Und ich bin relativ glaubwürdig. Und das System ist ganz unglaubwürdig. Sie, Frau Schubiger, Sie brauchen meine Zeit. Sie brauchen zu viel Raum. Die Arbeit, die Sie machen, ist Nonsens. Tun Sie doch künden, dort, wo Sie arbeiten, das ist am einfachsten. Also, Frau Schubiger. Dann tue ich aufhängen. Ist das okay so, wenn Sie nicht aufhängen wollen? Auf Wiederhören!